Okay, wir müssen Kraftstoff. Mann, hier hinten eben mal rumfahren? Ich denke nicht, Tim. Ja, doch, probieren dort durchzu. Das wird nicht. Boah, Leute. Das wird heftig. Das hab ich mir schon fast gedacht. Drückt er sich hier rum? Drückt er sich hier rum? Das dachte ich mir schon fast. Muss ich mal da ausholen. Och nö! Och nö! Momentus! Momentus! Ich sag mal, er wird's schaffen. Das wird bloß... Reicht diese Lücke? Verdammt, ihr wisst schon warum. Oder warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. So, Akt 1. Akt 1. Dominik, ich grüße dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe vorletzte Woche Löffelmesser Gebels angeguckt. Ketchup und Senf war sehr interessant. Das glaube ich dir. Vor allem Senf. Senf war einfach super. Also wenn er das packt. Das ist schon eine Leistung. Das ist schon eine Leistung. Das war der erste Streich. Verlieren. Nutze den Grip. Nutze den Grip. Bisschen links, bisschen links, bisschen links, bisschen links, bisschen links. Ja. 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 Der Grip der Steine. Der Grip der Steine. Links, rechts. Ja, hier kannst du bestimmt auch lang fahren. Nein, wir probieren das jetzt nicht aus. Oh oh. Drück! Drück! Zieh, meine ich! Zieh! Zieh, meiner! Zieh! Jawohl! Jawohl! Und gleich geht's bergab. Oh oh.
Hochleistungswinde! 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 Ja! Ja! Komm! Grip der Wiese! Grip der Wiese! Junge, 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 Junge. Die Wiese ist dein Freund. So sieht's aus. So sieht's aus. War schon ordentlich. Meine Meinung. Aber wer bin ich schon? Muss ich dann rechts über diese Brücke? Bierfabrik. Ach du Scheiße, die Kurve musst du ja dann auch erstmal kriegen. Die Kurve wird ja jetzt so hoch. Da müssen wir ganz schön ausholen, in der Hoffnung, dass wir nicht umkippen. Angst! 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 Ey, das wird nicht. Das kriegst du ne. Aber. Christian wäre ja nicht Christian. Die ging so links beim Lager rein, ne? Genau. Da wenden wir mal. Da wenden wir mal. Oh, die magische Stunde. Du sagst es, Prinzeps. Mal los, Frauchenzeit. Machst du richtig so. Bis zum nächsten Mal, ne? Nightmare. Und schön, dass du da warst. Weit ich fahre, nur um eh mal zu wenden, ey. Was bleibt mir anderes übrig? Wenn du mal Sehnsucht nach Michigan hast, da gibt es neue Holztransportaufträge. Echt jetzt? Streams sind schon Pflichtprogramm geworden, okay. Falsch gelenkt, Christian. Ach, das wird nicht. Ich bin zu weit drüben. Einfach nur um zu wenden. Wahnsinn. Jetzt muss man sich natürlich fragen, Leute. Die ganze Aktion jetzt, wie wir dort den Berg hochgeäumelt sind, alles so eine Sachen, ist es das wert, mit diesem Schweineanhänger zu fahren? Oder fährt man lieber normal mit 4 Slots oder halt durch den Pacer mit 5 Slots? Halt so eine Sache. Ne?
Aber seht's mal so. Bisschen was geschafft. Bisschen was geschafft. Da kämpft er jetzt aber hier ein bisschen. Weil er wieder nie runterschalten will. Muss ja auch erstmal rumkommen. Eieiei. Komm ich doch nie rum. So, auf jeden Fall, das schon mal weg. So, jetzt geht es um den ganzen Stahl. Und die Rohre. Die Metallrollen. Nicht, dass ich mich ärgere, wenn ich mit dem Paystar... Was gibt's denn in dem Lagerhaus? Hier gibt's ja auch noch irgendwas. Großes Rohr, zwei Stück. Guck mal. Ich weiß jetzt echt nicht, wie viele Slots das Ding braucht. Wie gesagt, nicht verraten, wenn ich mich jetzt hier falsch entscheide, mit dem zu fahren, dann ist es halt so. Fünf Slots Sattelauflieger am besten fahren. Naja, okay. Kamera as it's best mal wieder. So, so einfach in das Lagerhaus. Und dann nehmen wir mal mit, was geht, wie immer. Stück für Stück. So, bei Nacht ist auch mal schick, ne? Mit den Straßenlaternen. Warum denn nicht? Leck? Also bei mir ist alles bei Null. Alles klar, Projektilbremse. Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Alles für die Papierfabrik. Alles für die Papierfabrik. Direkt vorm Lager so eine Matschepampe. Na, sowas mag ich. Na, sowas mag ich. Alles klar, Ömer. Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Lass dir schmecken.
großes Rohr. Weil es nämlich 4 Slots waren, ne? Kraftstoff haben wir nicht mehr. Okay, wissen wir Bescheid. Großes Rohr waren nämlich 4 Slots gewesen, genau. Wären wir mal mit dem anderen hier hingefahren? Wie viele große Rohre liegen denn hier? Genau die 2, ne? Ist ja alles nicht. Willst du ja auch mal erledigt haben, ne? So, einmal wenden, bitte. Tod den Zäunen! Na, da fahren wir halt mit dem. Wir können ruhig mal im Hellen wieder ein bisschen fahren, ne? Oder im Regen. Oder halt im Regen. Guck nicht zu scharf lenken. Eigentlich wollte man den Boa noch mal ausprobieren. Jetzt blöde war das jetzt. An dem Arzhof mit seinem scheiß Serviceaufbau. An dem vorbei, Christian. Den Berg im Regen, viel Spaß. Gott, welcher Berg. Ich will doch bloß die Rohre abholen. Hey, habe ich mich jetzt verfriemelt? Nee. Das stümmelt mir nicht. Ich kann mir manchmal die einfachsten Sachen nicht merken. Dort dann rumkommen. Das wird ohne einen Spaß. Okay, das wird so nischt. Leute, den drück mal rum. Oder hier ist eigentlich ein großer. Warte mal, doch, das kriegt man hin. Erstmal ohne Last. Oh Gott! Das ist nicht mal eine Ladung. Rasch, ich grüße dich.
mein Güter, komm! Wer hat denn hier einen LKW hingestellt? Haben wir die dann schon mal? Bleibt dann aber immer noch die ganze Geschichte mit den ganzen Stahlträgern. Das ist ordentlich. Man ist dann nur gleich irgendwie ein bisschen angespannter, wenn man so eine Ladung transportiert. Das ist total faszinierend eigentlich. Warum auch immer? Warum auch immer? Man will halt keine Scheiße bauen. Und da geht es halt wirklich darum, gerade bei diesem elendig langen Anhänger, dass du halt versuchst, möglichst weit die Kurven auszuholen. Und zu machen. Sauber. So, die hätten wir dann auch. Den muss ich jetzt aber irgendwie hier mal zur Seite stellen. Stopp, der wartet bei der Ausfahrt. Okay. Stahlträger, Kraftstoff, 4 Stück. So, hier haben wir noch Metallrahmen, hier haben wir dann noch den Scheiß. Was ist denn jetzt hier noch? Der Kraftstoff, alles klar. Olli Pop, geiler Name. Dank dir für den Follow, herzlich willkommen. Hier unten Lagerhaus. Was hat er hier noch gehabt? Teilrollen waren hier noch gewesen. Teilrahmen, Stahlträger. Trittlager. Ja, schon geil hier hinzufahren, ne? Das ist so heftig eigentlich. Das ist gemein, dass du da... Ich will das jetzt aber versuchen... Wir fahren jetzt mit dem Bohr. Das versuchen wir nur. Das ist so ein schöner Abschluss für heute. Mit dem Bohr. Dorde hoch. Tun Stahlträger fertig machen. Und ich will ganz einfach, damit wir den Vergleich haben. Wir nehmen uns die Kiste. Der hatte keine... Hatte der Schlammrefe? Doch, hat er, glaube ich, gehabt. So, Werkstatt verlassen. Und wir gucken mal, wie der sich so macht. Okay, der ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen schneller. Der kriegt denselben Anhänger jetzt. Wir wollen den Vergleich.
den Anhänger schon mir fast ein bisschen zu schnell. Wow, 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 wow. Haben wir hier schon den großen Unterschied? Leben ist jetzt eher der Anhänger. Ausholen. Schön ausholen. Der Papa Windelmal! Mensch, ich grüße dich! Truckernase Christian wieder in den Karpaten unterwegs. Oh ja. So Leute, Problemchen ist hier. Wir versuchen mit dem P12 die Scheiße dort rauszuzerren. Und wenn wir schon mal immer hier sind, ich muss den Geno anmachen. Mann, du solltest eigentlich den Generator tanken. Da ist der Kraftstoff. Der Kraftstofftank leer. So. Ich muss den Geno anmachen. Der Geno muss an. Der Geno muss an. So. Jetzt hoffen wir mal, dass wir die kleine Boa Constrictor, möchte man fast sagen, oder so rauszerren. Christian, ein bisschen falsch rum zum Rausziehen. Ein bisschen falsch rum. Uhuhu. Hier so in die Pfütze. So, Allrad an. Und ziehen. Und ziehen. Und ziehen. Und ziehen. Hier Pause machen. Stehe ich hier wieder so weit weg? Der kommt vielleicht nicht so gut durch die Matschepampe hier. Der Boar. Aber er hat den Speed. Das macht die Sache schon gleich wieder ein kleines bisschen interessanter. Wollen wir Tom sein schönes Schild hier nicht kaputt machen? So, einmal herstellen bitte. Stahlträger. Komm, was anderes machen wir hier jetzt eh nicht. So, aufladen. Oh, jetzt steht dieser beschissene Pacific dort so im Weg. Welcher Eiermaler hat denn die Kiste da so hingestellt? Warte mal, ich krieg das alles hin hier. Ich krieg das alles hin hier. Ah, 9 Meter. Gucke an hier.
Vorwärts! 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 Oh Gott! Mörder, Todesbäume! Große Mädels, hier dreht sich komisch! So. Das ist doch jetzt zum Scheitern, ist das doch jetzt verurteilt hier. Das ist doch zum Scheitern verurteilt. Winde, Winde, Winde. Drück. Zieh. Zieh wie ein Mann! Los! Komm, Inge! Los! Ja! Gut! Ich pack das. Der baut sich gut aus. Och nö. Oh nö. Oh nö. Leute, die ganze Karre ist verwichst hier. Oh, das ist eine Hupe. Ja, hupen, dann geht's. Was ist das für eine Hupe? Leute, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Was hat der Boa bitte für eine Hupe? Es klingt falsch. Es klingt irgendwie falsch. Oh, ein Meter. Leute, wir sind gleich drüben. Von einer Yacht. Gibt's hier irgendeinen Baum, der hält? Klingt wie bei der Skoda Fabia. Finde ich lustig. Unlustig? Finde ich gut. Ey, ihr muss es doch irgend... Aber ich muss doch eigentlich nur... Weil kein Licht an ist. Na genau. Na genau. Auch den Grip der Wiese. Kämpf, mein Guter. Zwei Windenpunkte sind ja hier, aber hält ja keiner. Zieh! 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 Ich werd hier kirre.
erinnert mich daran, das so nie wieder zu tun. Aber ist denn der Anhänger jetzt gerade das Problem? Was sind denn das für Windpunkte hier? Der Anhänger wiegt doch fast nichts. Ja! Ja! Warte mal. Ich hol mir. Ich. Hier musst du bloß. Irgendeiner. Alles klar, Josef. Hau rein und bis zum nächsten Mal. Gib dir doch mal Mühe hier. Muss wenden. Seit Folge 1 bei dir und deinem Sohn der Renner. Ah, das macht mich glücklich. Das finde ich schön. Dann ganz liebe Grüße an deinen Sohn, Olli, wenn er jetzt hier mitguckt. Ganz, ganz liebe Grüße. Even Sense. Ich grüße dich. Danke für den Follow. Und jetzt komme. Was hat. Wo hat denn der jetzt das angezogen? An allem, aber nie an dem LKW. Du bist absolut Knorke und sorgst für so viele Lacher und gute Stimmung. Grüße zurück. Ah, das ist schön. Das ist schön. Da freue ich mich. Das ist so viel wert. Lieb von euch. Dann zerren wir den jetzt hier gleich mal mit hoch. Und Linken, Joe. Auch dir, danke für den Follow. Azov Regel. Ja, es ist nun mal einfach. So, jetzt lass mal den hier so stehen, dass es wieder so aussieht wie Montag schnell auf Arbeit gefahren und dann passiert so eine Scheiße. Wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Ich wollte in die Walz-Stahl-Produktionsstätte. Sag das mal dreimal hintereinander. Walz-Stahl an der Tanke links, wir haben es doch schon geklärt, Christian. Walz-Stahl-Produktionsstätte. Walz-Stahl-Produktionsstätte. So, jetzt bin ich hier mal gespannt. Und du bist schuld, Assassin's Creed Valhalla gekauft und 200 Stunden gezockt und nun bring den Hobel ins Ziel. Jawohl. Jawohl. Und los. Und jetzt alle. Der Hobel kommt an. Der Hobel kommt an. Der Hobel kommt an. Gibt keinen Sinn. Aber ich kann ja auch mal so tun, als ob ich im Hobeln gut bin. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Er hat dann so, hat er hier schön Speed? Kommt er nicht? Echt jetzt, Mr. Otaku? Hier geht's gleich ab auf die stille Treppe, mein Freund.
Übrigens, falls du es nicht wusstest, bei der Tanke liegst. Okay. Ich sollte vielleicht auch die Möglichkeit nutzen und tanken und eine Bockwurst ziehen. Boah, ich hätte jetzt so Bock auf eine Bockwurst, ey. Aber ganz wichtig, mit einem guten Senf. Der Hobel kommt an. Siehst du, Scampi Joe ist mit eingestiegen. Was hast du denn jetzt, ey? Drücke! Drücke! Dafür haben wir doch auch ein Differential. Ich glaube, bei der Länge... Der Hobel kommt an. Der Hobel kommt an. Der Nobelhobel gleich. Guck an. Gucke an. Zell, bei der Tanke links. Da habe ich den Punkt falsch gesetzt. Ey, zu früh gelenkt. Au, verdammt. Verdammt. Ah, der ist ein bisschen störrisch, der Gute. Ah ja. Boing. Leute, wie spät ist denn das eigentlich? Hier ist doch schon wieder Nachtschicht. Ah, hier früh um 6. Wir starten in den Tag. Pause auf der Stelle. Und jetzt geht's weiter. Aber so rein optisch und vom Klang gefällt mir der Bohr. Oh je, wird das wie mit deinem MAN nach Italien? Oh, wir wissen es alle noch. Frisch vom Händler den MAN geholt. Und dann in der Ausfahrt. Bup. Laternenpfähle sind bei Nacht schwer zu sehen. Ja? Ja? Vor allem treten die immer an fremde Autos ein. Ja. So, was hat er denn? Mal einen zweiten schalten? Macht er. Okay. Ich sag jetzt mal, so 8 Slots komplett mit Stahl belegt. Da würde ich auch die LKWs nicht mehr ziehen können. So ein bisschen rechts da. Nutze den Grip der Wiese. Was denn Jens? Der Stahl ist ruhig, gib ihm nicht die Schuld. Bei so einem Transport muss eigentlich die Straße für mich gesperrt werden. Aber nö. So, wir fahren jetzt zur Walzstahlfabrik. Ne, zur Walzstahlproduktionsstätte. Walzstahlproduktionsstätte. Günther, wo arbeitest du eigentlich? Ich bin glücklicher Mitarbeiter in der Walzstahlproduktionsstätte. Klingt so ein bisschen wie 45, ne? Ey, sorry. Aber... Ja. Nicht, dass du davon träumst. Möglich. Was denn jetzt? Der Horst ist da. Ich grüße dich, mein Gudda.
Was ist denn das eigentlich für ein nebliger Scheißtag hier heute? Ich arbeite im Lager als Azubi. Naja. Und das Gesicht deiner Frau spricht Bände. Das Gesicht meiner Frau? Dann würde ich glatt erstmal die Matschlöcher zuschieben. So, erstmal gepflegtes Hallo und guten Abend aus Berlin. Ha! Olli Bob! So. Sind wir jetzt endlich mal da? Es ist eigentlich im Prinzip bloß so ein kleines Stück, ne? Und es hält ihn so auf Trab. Das alles nur für die Waldstahlproduktionsstätte. Wir sind da! Wir sind da! Hier wieder wenden, ne? Oh, warte mal. Oh, warte mal. Wie schnell der lenkt, ey! Mir nicht, dass der LKW in dem Zielmarker dort sein soll. Chantal, ich seh dich! Oh Mann, nö! Warte mal, wir machen hier Knick. Scheiße, nein! Wow! Wisst ihr, da wollte ich so übelst cool. Ach, das sind hier die Walzstahl-Dinger. Warum muss ich euch Stahl bringen, wenn davon schon Haufen liegen? Wollt ihr mich hier alle verarschen? Jetzt muss ich hier wieder zurückfahren irgendwie. Viking, grüße dich und dir auch einen wunderschönen Start in die Woche. Schnappatmung incoming. Junge. Das war echt knapp. Netze war es knapp. Jetzt war es knapp, wollte ich sagen. So, und jetzt sind wir da. Stahlträger könnt ihr hier alle haben. Okay, wir machen aus dem Stahlträger 2 Metallrollen. Das heißt, mit diesem genialen Transport dieser 4 Stahlträger machen wir quasi 8 Metallrollen und dann fehlen noch 4. Es ist zu viel. Es ist einfach zu viel. Oh, ich park mal. Klar, Chris, ja, park so, dass du einfach die Straße dicht machst, ne? Am besten jetzt noch umkippst dabei. Dann war es doch echt eine super Idee gewesen. Also manchmal will ich mich auch selber ein bisschen verarschen, habe ich das Gefühl. Na, wo klemmt denn die Säge? Was ist denn? Junge! Warte mal auf Abschnitt B und C. Will ich gar nicht wissen. Will ich echt gar nicht wissen. Also Leute, ich finde, das ist hier astrein eingeparkt. Jetzt können wir dort die Metallrollen abholen. In der Waldstahlproduktionsstätte. Ich liebe dieses Wort jetzt schon.
So, und dann holst du die dort. Das geht ja dann flotte Lotte, ne? Könntest du im Prinzip auch so machen. So. Das heißt, wir brauchen dann noch 4 Metallrollen, wofür wir 2 Stahlträger brauchen, plus die 2 Stahlträger, die wir sowieso brauchen. Heißt, wir brauchen nochmal 4 Stahlträger. Ach Leute, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich lade diese Metallrollen jetzt noch auf, damit ich das nächste Mal weiß, weil ich höre da nämlich auf, damit ich das nächste Mal weiß, was ich zu tun habe. Da hätte ich mir mein Wendemanöver klemmen können. Leute, müssen wir nicht drüber reden. Hä? Ach so, wir müssen die auch noch bauen. Ja, ist okay. Einlenken. Und der lenkt immer so schnell ein. Hat das da? So, Leute. Da haben wir eine optimale Voraussetzung geschaffen. Für das nächste Mal. Da werden wir dann... Ey, Handbremse ist gezogen, mein Freund. Die Handbremse ist gezogen. Haben wir es dann.